Guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ich bin euer KaloLP und wir spielen wieder eine weitere Folge Fallout 3. Und ja, in der letzten Folge bin ich ja sehr elegant gestorben. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ah, sehr schön. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Heckenschütze.
Ich würde sagen, wir speichern einmal ab. Noch jemand, der auf den Pfaden des Ödlands wandelt. Willkommen in meiner kleinen Karawane. Entspannen Sie sich. Hier sind wir sicher. Ich meine damit die Art von Sicherheit, die nur mit Waffengewalt erreicht werden kann. All dies kann Ihnen gehören. Für den entsprechenden Preis. Mal sehen, ob ich das wieder hinkriege. Ich biete einen heißen Tod mit ganz verschiedenen aufregenden Geschmäckern an. Treffen Sie Ihre Wahl. Ja, ja.
Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Die Welt ist eben ein gefährlicher und unausgeglichener Ort. Ich habe erkannt, dass Frieden nur möglich ist, wenn alle potenziell gefährlich sind. Darum habe ich mit etwas Hilfe des Bürgermeisters von Canterbury Commons diese Karawane aufgebaut. Meine Waffen sind nicht gratis, aber günstig. Kein Problem. Wissen Sie, ich habe für sowas eine besondere Gabe. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf.
warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu denen. Ich hätte Sie fast über den Haufen geschossen. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie von Ihnen gesehen werden. Was zum Teufel tun Sie denn hier draußen? Das ist großartig. Aber ich muss mich momentan um wichtigere Probleme kümmern, als für diesen Ort das Postamt zu spielen. In dieser Jauchelgrube fängt bald die Kacke an zu dampfen und ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann. Naja, anfangs haben sie typischen Gangmist gebaut, Sachen kaputt gemacht und einen Heidenlärm veranstaltet. Aber sie warten immer Abstand. Aber letztes Mal sind sie zu weit gegangen. Sie haben alle unsere Brahmine getötet. Und Brahmine sind hier draußen lebenswichtig. Ich verschweige nichts. Die Familie ist nichts weiter als eine Bande verdammter Dreckskerle. Na klar, ich gehe einfach hin und lege ganz alleine alle um. Sagen Sie mal, tickt's bei Ihnen noch richtig? Sobald Sie in die Stadt einrücken, verschließe ich wie jeder andere meine Türen. Wir könnten hier wirklich Unterstützung gebrauchen. Ich will die Rampe hier nicht aus den Augen lassen. Man kann nie wissen, wann die Familie zurückkehren wird. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht? Reden Sie mit David West, Karen Shenzi und Ken Ewers. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen sie wohl selbst einem Angehörigen der Familie West bringen. Früher lebten hier mehr Familien. Die meisten haben inzwischen ihre Zelte abgebrochen und sind in schönere Gegenden gezogen. Diejenigen, die noch hier leben, bleiben wegen der Familie in ihren Häusern. Ich glaube, die Familie lebt östlich oder nordöstlich von hier. Ich kann aber nicht genau sehen, wohin sie geht, weil sie immer im Dunkeln reist. Die könnten sich an allen möglichen Orten verstecken. In Hamiltons Schlupfwinkel, im alten Moonbeam-Kino oder in der Metrostation Northwest Seneca. Vorsicht, ja, ich habe einen lockeren Abzugfinger. Dass er endlich etwas unternimmt. Kommen Sie herein, ich werde die Tür aufschließen. Es ist schön, in dieser Gegend ein freundliches Gesicht zu sehen. Das hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Ich heiße Karen Shenzi. Ich habe schreckliche Angst. Ich bin froh, dass er wissen will, wie es uns geht. Aber wenn nicht bald jemand was unternimmt, bleiben wir ewig drin. Er ist ein erbärmlicher Feigling. Sein bestes Gegenmittel gegen die Familie ist es, sich im Haus zu verstecken. Klar, was die daraus schließen. Sie werden denken, dass sie mit uns machen können, was sie wollen und wann sie es wollen. Das stinkt mir. Und King stinkt mir ebenfalls. Wir haben furchtbare Angst. Evan King hat jeden so eindringlich vor der Familie gewarnt, dass niemand einen Fuß nach draußen setzen will. Dieser Blödmann gibt hier den Ton an. Aber denken Sie, er würde etwas gegen unser Problem unternehmen? Nicht die Spur. Die terrorisieren uns nur ständig, verlocken uns dazu, unsere Türen zu öffnen, werfen Flaschen an unsere Häuser und schreien uns an. Wenn King hinter mir stehen würde, würde ich rausgehen und ihnen zeigen, was ich von ihren Besuchen halte. Vor allem nach ihrem letzten Überfall. Klar, gehen Sie. Genau wie jeder andere auch. Da. Ah,
kommen Sie doch herein. Einen Augenblick, ich sperre die Tür auf. Was zum Teufel haben denn Sie hier drinnen verloren? Verschwinden Sie, verdammt nochmal! Vielleicht liegt es daran, dass meine Frau verrückt geworden ist. Nein, warten Sie. Es liegt daran, dass ein paar Irre versuchen, uns umzubringen. Davon abgesehen habe ich nicht den geringsten Grund dazu. Naja, er ist Ortsbürgermeister oder Sheriff oder wie auch immer er sich nennt. Er hat hier ganz allein das Sagen. Wenn er sagt, dass wir ins Haus gehen und dort warten sollen, dann tun wir das auch. Alle suchen vor der Familie Schutz. An ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann reden Sie mit Evan King. Das ist verkommener Abschaum, der beschlossen hat, Arifu als privaten Vergnügungspark zu missbrauchen. Die sind völlig außer Rand und Band. Ich würde ja gern auf sie schießen, wenn ich könnte. Aber wenn man sieht, was sie den Brahminen angetan haben, würde ich das nicht lange überleben. Uns geht es bestens. Einfach herrlich. Ich liebe es, in meinem Haus zu sitzen und Däumchen zu drehen. Sagen Sie, Mr. King, den ganzen Tag hier herumzusitzen, macht uns kein bisschen sicherer. Wir müssen etwas unternehmen. Gut, verschwinden Sie. Hören Sie, ich will, dass man mich... Gut. Nun, geht es allen gut? Was haben Sie gesagt? Geht es allen gut? Die Familie muss sie beim letzten Angriff erwischt haben, diese miesen Hunde. Verflixt und zugenäht. Wenn wir doch nur mehr Männer hätten, dann könnten wir es mit ihnen aufnehmen. Ich habe es satt, dass sie diese Stadt terrorisieren. Moment mal. Wurde während der Durchsuchung bei den Wests die Leiche ihres Sohnes Ian gefunden? Das muss die Familie gewesen sein. Ich habe ihren verrückten Führer dabei erwischt, wie er unten am Fluss mit Ian sprach. Ich weiß, dass ich sie schon um vieles gebeten habe, aber sie müssen diesen Jungen finden. Er hat etwas Besseres verdient. Danke, Junge. Sie sind in Ordnung. Bisswunden am Hals? Das ist das Merkwürdigste, was ich je gehört habe. Die Familie muss Kampfhunde dabei haben oder so etwas Ähnliches. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was soll ich denn jetzt tun? Die werden immer wieder zurückkommen, bis wir alle tot sind. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen sie wohl zu Lucy zurückbringen oder sie ihnen übergeben, falls sie ihn finden können. Wenn ich die Familie das nächste Mal sehe, wird sie für alles büßen.
Bruder, gefällig!
machen. Wir speichern einmal. Ach du Scheiße.
Ja, das war eine weitere Folge von mir und Fallout 3. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst einen Daumen da. Seid ihr noch keine Abonnenten, würde ich mich natürlich mega drüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Carlo LP.